Das ja, herzlich willkommen zum Workshop Globalisierungskritik von rechts und links. Warum klingt das manchmal ähnlich und wo sind dann doch die Unterschiede? Also die große Runde zeigt, das Thema brennt irgendwie, es gibt großes Interesse, ist ja auch tatsächlich tagesaktuell und soll jetzt im Workshop eben darum gehen, dass wir uns mal so verschiedene Positionen von links und rechts genauer anschauen, mal gucken, wo klingt das eigentlich ganz ähnlich, wo müssen wir da vielleicht auch aufpassen, wie wir unsere eigene Kritik formulieren, um nicht letztendlich Leute zu stärken, die politisch was ganz anderes wollen als wir, die politische Gegner sind und andererseits aber auch ein bisschen sattelfest zu sein und argumentieren zu können, wenn die FAZ mal wieder schreibt, Trump und Attac wäre eigentlich so ungefähr dasselbe. Ja. Das ist so ein bisschen der aktuelle Kontext, in dem der Workshop stattfindet. Ein paar formale Sachen am Anfang. Ich heiße Holger, ich arbeite im Bundesbüro von Attac in Frankfurt, bin dort zuständig für Bildungsarbeit und beschäftige mich aber außerhalb von Attac schon lange mit diesem Thema, habe schon auch Workshops dazu gemacht, deswegen wurde ich jetzt hier auch es war schon so ein bisschen die Überleitung zum Programm, was ich mitgebracht habe. Hier oben sind wir gerade. Hallo, was passiert hier im Workshop? Ich würde gern ganz kurz was machen, was ganz knapp ist. Was für eine Gruppe ist hier eigentlich zusammengekommen? Wie kommt es, dass ihr da seid, dass man so ein bisschen ein Gespür dafür hat, was für Leute im Raum sind? Dann würde ich gerne eine Kleingruppenarbeit machen. Ich habe verschiedene Texte mitgebracht. Und ich muss mal gucken, ich muss jetzt mal durchzählen, wie viele Leute wir sind. Ich würde gerne schauen, dass es so, wir teilen die Gruppe durch 8. Das heißt, wir haben 8 Kleingruppen, die müssten dann so um die 3-4 Personen groß sein ungefähr. Die Gruppen beschäftigen sich mit Texten und versuchen da so ein paar zentrale Begriffe rauszuholen. Das sammeln wir dann da vorne nach einem bestimmten Prinzip auf den Pinnwänden und dann haben wir mal so ein bisschen eine Übersicht schon erarbeitet, wie klingen eigentlich diese Texte, was sind da für zentrale Akteure drin, welche Schlagworte sind wichtig in den Texten und gucken uns dann mal an, was ist denn eigentlich der rechte Text gewesen, was ist der linke Text, wo sind da Überschneidungen, wo sind da Unterschiede. Ich würde es dann versuchen, ganz kurz, ich habe das Mini-Input genannt, wirklich in 10 Minuten mal runterzubrechen auf so ein paar ganz zentrale Punkte, die mir besonders wichtig erscheinen, wo ich denke, das hilft immer, wenn man mit der Brille auf Texte nochmal drauf guckt und dann können wir das Ganze diskutieren. Und das wäre dann auch die Diskussion, würde das Inhaltliche dann abschließen. Ich würde gerne am Ende noch was machen, das heißt hier Koffermüll einmal Google. Das ist einfach für mich so eine kurze Feedback-Geschichte, das muss man nicht in der Gruppe machen, aber dass ihr ein paar Zettel da lasst und ich so mitkriege, was war gut, was war nicht so gut und wo habt ihr einfach noch offene Fragen. Das ist so das Programm und ich habe gesehen, wir haben 2 Stunden Zeit jetzt dafür. Alles klar. Soll ich es direkt auflösen jeweils? Ja, mache ich dann an der Stelle mal. Das war ein Ausschnitt aus einer Rede von Bernd Höcke. wo es gegen den Raubtierkapitalismus geht, wo er aber sagt, Afrika muss es erlaubt sein, Schutzzölle und Exportsteuern auf Export von Rohstoffen zu erheben. Nahrungsmittelspekulation muss verboten werden. Das könnten aber auch Linke. Das könnten linke Forderungen sein. Auch der Raubtierkapitalismus, wir kommen nachher drauf. Aber das sind auf jeden Fall, ihr merkt schon an der Mischung von Worten, die da auftaucht, ne? Also Höcke, so klar, der Naziflügel in der AfD benutzt aber eine Sprache, die zumindest in Teilen auch ganz klar im Attac-Flyer stehen könnte. Genau. Aber nur ein Teil. Nur ein Teil, wir gehen gleich drauf ein. Genau. Machen wir die Gruppen. Also die bauen typischen Nazi-Begriff, ist das Zersetzen. Ja. Typischer Nazi-Begriff. Genau, also das ist für die Leute, die da drin stecken, egal ob sie selber Rechte sind oder schon viel rechte Ideologie kennen, die werden da hellhörig. Ne? Bevor wir jetzt ins Detail gehen, machen wir die 4 Texte mal durch, die wir hatten und dann haben wir das Gesamtbild und dann können wir auch diskutieren und auf einzelne Aspekte eingehen. Text 2, wer ist das? Also ich löse es vielleicht mal auf. Es ist ein Ausschnitt aus dem Grundsatzprogramm der AfD. Ja, das klingt natürlich.
Das klingt natürlich da gibt's aber ganz Thema. Anders als die Höcke-Rede. Da sind auch ganz andere Begriffe drin. Es ist ja auch interessant, der Wettbewerbsgedanke, der da drin steckt. Ihr habt das Neoliberale betont. Ja. Also Höcke in Erfurt auf der Straße klingt anders als das Grundsatzprogramm von der AfD. Ich würde ein Schlagwort noch ein bisschen ergänzen. Es steckt drin, muss man nicht nennen, aber jetzt, wo man auch weiß, wo der Text herkommt, sie bestehen auf der nationalen Kompetenz in Handelsfragen. Das richtet sich gegen die EU. Und wenn man den Kontext kennt, na, ich nehme das einfach hier mal noch als Schlagwort mit auf. Okay, können wir auch gleich vertiefen. Jetzt machen wir mal weiter mit Gruppe 3. Text 3, Entschuldigung. Das war Text 3, ja, jetzt muss ich gerade gucken. So. Genau, das ist von der Attac-Homepage. Schlagwort Globalisierung, direkt, wenn man drauf geht. Genau, so stellt Attac sein zentrales Thema auf der Homepage dar. Eine Gruppe haben wir noch, Text 4. Wer fängt an? Ja, die Lösung ist, das ist ein Auszug aus dem alternativen Handelsmandat. Das ist so ein Papier, wo Attac und ganz viele NGOs, Via Campesina, Kleinbäuerinnen und so weiter, gesagt haben, gegen die Handelspolitik der EU, gegen sowas wie EPA, wo hier diese Freihandelspolitik mit Afrika, wo hier das transparent hängt, eigentlich bräuchten wir eine ganz andere Handelspolitik, die zum Beispiel auf Kleinbäuerinnen Rücksicht nimmt, die daran orientiert ist, wie sind die Arbeitsbedingungen. Das ist in dem Fall mit ordentlichen Arbeitsplätzen gemeint. Das ist nicht, dass da Ordnung auf der Werkbank herrscht. Also das ist so ein Spektrum von 50 Organisationen, kirchlich, links angehaucht, zum Thema Handelspolitik. Dann haben wir ja jetzt so ein schönes Panorama zusammen. Ihr habt es ja auch im Großen und Ganzen so eingeordnet, aber man hat schon gemerkt, also auch wenn man daneben lag jetzt, ne, das war ja Absicht. An manchen Stellen weiß man es nicht. Ist es einfach ein neoliberaler Technokrat oder ist es schon die AfD? Ist es der Höcke jetzt oder ist es irgendwie einer von Attac an manchen Stellen? Wenn man den einen Satz weglässt, kann man es auf einmal nicht mehr unterscheiden. Oder ja, sowas, dass Menschen nicht so ohne weiteres Einfallort sind. Menschen selber sind Zwiespältig. Ja, und die Texte sind es auch. Also bei manchen Begriffen kommt es einfach darauf an, in welchem Kontext. Ich habe hier drüben ja schon so ein bisschen versucht, so ein System reinzubringen. Das habt ihr gemerkt. Es gibt eine linke Seite und eine rechte Seite schon bei den Akteuren und auch bei den Schlagworten. Das ist. Ja, jetzt geht's weiter. Genau. Das ist natürlich nicht trennscharf. Ich habe hier beide die Sachen hier auch in der Mitte stehen, desto uneindeutiger ist es. Natürlich reden alle mal von der Politik oder dem Bundestag oder dem Finanzmarkt. Ja, das ist irgendwie, da ist es besonders uneindeutig. Und dann kommen aber so bestimmte Schlagworte, die habe ich hier schon versucht, irgendwie ein bisschen weiter außen zu positionieren. Zum Beispiel hier auf der Seite sowas wie One-World-Ideologie oder deutsche Souveränität und auf der anderen Seite zum Beispiel sowas wie Menschenrechte oder Kleinbäuerinnen als Akteure oder so. Ja? Oder, und das versuche ich jetzt mal hier ganz, ganz kurz auch nochmal so ein bisschen schematisch gegenüberzustellen. Ich fange mal auf der linken Seite vom politischen Spektrum an. Und zwar habe ich erstmal eine zentrale Unterscheidung, so ein bisschen rot gerahmt, nämlich oben und unten. Also es geht immer um sowas wie Machtverhältnisse oder auch Ausbeutungsverhältnisse, wie immer man das bezeichnen will. Ja? Also es spielen hier eine Rolle in den Texten die Konzerne, die Unternehmen, die Wirtschaftsinteressen. Es spielt sowas, es kommen so Sachen vor, Gegensätze wie Arm und Reich oder die Arbeitenden und ihre Rechte gegenüber den Unternehmen. Das ist so das, was so, sagen wir mal, innergesellschaftlich passiert. Und gleichzeitig haben wir sowas wie jetzt Nord-Süd nochmal als so ein Gegensatz auch.
Könnt ihr auch an den Vortrag von Stefan Lessing heute Morgen denken. Das ist ja ganz klassisch. Der hat ja versucht, die Dimensionen zusammenzubringen und zusammenzudenken. Da kommen dann hier vor allem die Kleinbäuerinnen ins Spiel. Und das ist so, das ist immer so was, ein Denken in Machtverhältnissen, ein Denken in wer hat welchen Einfluss, wer profitiert von was und so. Also das ist so, so ein Grundschema. Und zentrale Begriffe, die dann da außen rum sind, sind sowas wie Menschenrechte, wie soziale Standards oder auch die ökologische Frage, wo es auch immer darum geht, sozusagen, wie geht es den einzelnen Menschen, die in diesen Verhältnissen sind, wie können wir die verbessern, wie können wir Menschenrechte für alle durchsetzen. So. Das mal so ganz, ganz, ganz grob gesagt. Und vor allem im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt, das ist die andere Seite, das ist diese rechte Seite. Da ist nicht oben und unten das Zentrale, sondern da ist innen und außen das Zentrale. Also das ist der Leitgegensatz, wo man das gut sortieren kann, weil man das mal systematisch macht. Ja? Deswegen habe ich diese Grenze, die steht hier nochmal, die habe ich hier auch viel dicker gemacht. Also das ist immer so diese Innen- und Außenperspektive. Und das ist natürlich bezogen hauptsächlich auf die Nationen. Das kann auch mal Europa sein oder sowas, die Weißen oder wie auch immer. Aber in der Regel ist es die Nation und da tauchen dann so Sachen auf wie deutsche Souveränität, das Wir in diesem Sinne. Wir brauchen nationale Kompetenzen, schon mal aus Prinzip, nicht weil wir national im Parlament vielleicht was durchsetzen wollen, ne, sondern es geht um nationale Kompetenz, es geht um unsere Kultur. Und das steht in einem schroffen Gegensatz zu außen. Also was man kennt, das ist ja das Klassische, das ist gegen Migrantinnen gerichtet. Na, wir müssen die Grenze dicht machen. Das ist schon mal, da ist es dann keine, das ist keine Frage. Aber auch wenn man sich die anderen Sachen anguckt, sowas wie Raubtierkapitalismus, das könnte auch jeder sagen. Das war schon mal Spiegeltitel, das kennt man aus linken Flugblättern, das kennt man aus rechten. In dem Fall ist es ein kulturzersetzender Raubtierkapitalismus. Ja, das ist was, das zersetzt unsere Kultur. So wird es in diesem Zusammenhang verwendet. Und interessanterweise, gleichzeitig soll hier aber Wettbewerb herrschen. Ja? Also innen ist gar nicht die Frage Arbeitnehmerrechte und sowas, sondern intern brauchen wir Wettbewerb. Wir brauchen auch nach außen, wir wollen im Wettbewerb der Nationen, wollen wir gewinnen. Ne? Das ist gleichzeitig so ein Konkurrenzding in der Ebene nach außen. Aber gleichzeitig dann ist der Kapitalismus zersetzt und ist Kultur zersetzen. Das ist so eine Figur, die da ganz wichtig ist. Und die One-World-Ideologie, die haben ja auch beide Gruppen aus diesem Höcke-Text rausgeholt, die ist sozusagen das zentrale Gegenstück zu Menschenrechten. Also wenn man sich das mal genauer angucken würde, was meint die Rechte damit? Die meint eben, wir sind nicht alle Menschen, die alle gleiche Rechte und gleiche gute Lebensbedingungen haben sollten, von mir aus kulturell verschieden, aber eben ne, ein gutes Leben für alle. Das ist One-World-Ideologie, sondern die sagen, wir haben Völker, wir haben Nationen, wir haben Kollektive. Das ist immer dieses Denken in den Kollektiven. Und jetzt noch so ein Aspekt, ganz grob mal gesagt, ich habe hier auch mal die Schutzzölle aufgeschrieben an der Grenze. Ich weiß auch Handelspolitik, dass Schutzzölle sehr wohl Sinn machen können. Ja, also da geht es dann darum, zum Beispiel hier, wenn wir es hier drüben, wenn wir überlegen, was bedeutet EPAS für Kleinbäuerinnen in Afrika, da kann es sehr wohl Sinn machen zu sagen, die Milchmärkte müssen geschützt werden. Wir hätten auch die Hähnchen nicht da reinschmeißen dürfen, massenweise und so weiter und so fort. Das ist ein anderer Kontext. Der Kontext hier ist sozusagen, der Höcke sagt auch, Afrika muss das Recht haben, das zu machen. Aber warum die Rechte generell per se auf Zölle besteht, ist, weil es da um Grenzen geht. Das ist denen ihr zentrales Ding. Es geht darum, wir brauchen nationale Politik als Prinzip, wir brauchen Protektionismus aus Prinzip, weil die einzelnen Kollektive sich schützen müssen. Das ist das Denken, was an der Stelle dahinter kommt. Und das sind sinnvolle Sachen, die er fordert, die können sinnvoll sein, die stehen aber hier einfach in einem anderen Gesamtzusammenhang. Und interessant wird es dann auch auf der Rechten, wenn man sich das dann im Konkreten anguckt, die sind widersprüchlich an der Stelle. Weil die nämlich einerseits dieses Wettbewerbsding international haben und andererseits geht es um Schutzzölle und sowas. Und dann kommt es immer darauf an, was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Das können wir jetzt in den USA, wird es mal sehr, sehr spannend zu gucken, was setzt sich da mit Trump eigentlich durch? Und ein anderer Fall, in Klammern gesagt, wo es sehr, sehr spannend ist, also das sind alles furchtbare Sachen, aber wenn man sich dafür interessiert, ist es spannend zu sehen, was passiert in Ungarn. Da haben wir eine nationalistische Regierung seit ein paar Jahren,
die auch in diesen Widersprüchen drin ist und die genau überlegt, wo sie protektionistische Maßnahmen macht und wo nicht und so weiter. Die müssen sozusagen auf die Realitäten Rücksicht nehmen, aber es gibt vom Ideologischen her, ist das erstmal das, wohin sie sofort tendieren. Einfach aus einem prinzipiellen Denken in abgeschotteten, homogenen Kollektiven. Und dann gleichzeitig gebrochen durch dieses Wettbewerbsding und dann müssen sie jeweils mit konkreten Machtverhältnissen gucken und so weiter. Also gerade die Wirtschaftspolitik der Fidesz in Ungarn ist da spannend zu beobachten, wie die das versuchen unter einen Einklang zu bringen. Und wie gesagt, die machen viele Sachen, also zum Beispiel auch, die haben die Zentralbank politisiert, also die haben die Zentralbank unter demokratische Kontrolle gestellt, wo ich sagen würde, ist per se ein total gutes Instrument, das ist ein Steuerungsinstrument. Das hat einen Grund, dass die Neoliberalen immer so ein monetaristisches Konzept haben, EZB, Bundesbank früher und so weiter. Aber in welchem Kontext machen die Ungarn das? Worauf soll das raus? Das sind so Sachen, wo sich dann tatsächlich, wie bei den Zöllen, linke Forderungen mit rechten Forderungen auch mal treffen können. Aber da kommt es dann ganz genau darauf an zu gucken, okay, und welche Klientelpolitik betreibt zum Beispiel Orban gleichzeitig? Ja, in welchen Zusammenhang ist es eingebettet und in welche Ideologie ist es eingebettet? Das war jetzt mal so ein ganz grober Ritt, um der Versuch, so links und rechts mal so schematisch gegenüberzustellen und zu sagen, so und da, das ist so ein bisschen was, damit kann man das systematisieren, dieses Wuseln von Begriffen, von Globalisierung redet jeder, manchmal auch Raubtierkapitalismus, auf der anderen Seite Wettbewerb, da weiß man auch nie so recht, waren es die Sozialdemokraten oder war es das AfD-Programm, aber es gibt so ein paar Punkte, wo es dann doch irgendwie im Kontext klar wird, was ist an der Stelle gemeint und vor allen Dingen, wo sind auch die Unterschiede, ne? Weil letztlich sind sie ja ganz klar. Letzter Satz vielleicht nochmal, weil ich oben und unten und innen und außen genommen habe. Ist jetzt so ein bisschen, man könnte fast sagen, ich habe Björn Höcke umgekehrt zitiert. Der hat in einer anderen Rede vor kurzem, der redet ja dauernd auf der Straße vor diesem Mob, und da hat er in einer Rede hat er gesagt, naja, was ist die neue deutsche soziale Frage? Und da hat er gesagt, da geht es nicht um Arm und Reich und da geht es nicht um irgendwie dies und das. Das kommt alles viel später, sagt er. Die neue deutsche soziale Frage ist innen gegen außen. Ja, Migration ist die neue deutsche soziale Frage. Daran sieht man, glaube ich, das bestätigt so ein bisschen von rechts das, was ich da gemacht habe, so, also aus meiner Sicht. Weil er nämlich genau sagt, da müssen wir hin. Und das ist natürlich, da kann man jetzt sagen, das ist demagogisch, das ist es natürlich auch. Aber man muss sich das halt irgendwie auch klar machen, was das heißt. Ja, eine Partei, die einerseits auf Wettbewerb steht und so weiter, andererseits sagt, wir sind alle im Kollektiv und allen soll es bei uns gut gehen und so. Und wenn es dann aber konkret wird, wem geht's wie, und dann transformieren wir das erstmal in Innen und Außen und über alles andere reden. Da funktioniert ganz viel über Bilder. Noch kurz dazu, es gibt ein Buch von Harald Schumann, kennt ihr alle, super Journalist, macht viel für Attac, die Globalisierungsfalle. Da ist ein Bild, wo ein gesichtsloser Herr mit der Weltkugel jongliert. Das war der Auftakt der Globalisierungsdebatte, 96. Ich habe mir damals mal bei an der Uni angeguckt, dieses Buch wurde gefeiert in der Rechten. Und was die daran gefeiert haben, war diese Bildsprache, weil sie dieses Bild auf ihre Art und Weise füllen konnten. Das ist nochmal so ein anderer Aspekt. Wer ist dieser gesichtslose Herr? Und die sagen dann, die sind es. So, das wollte ich nur noch drauf eingehen. Letzter Punkt, die Identitären, auch nochmal eine schöne Sache, rechts und links, und die Identitären, die haben von Frankreich kommen die ja und übernehmen sozusagen, setzen aktivistisch um die Ideologie der neuen Rechten aus Frankreich. Nouvelle Droite, Alain de Benoist ist so der Kopf sozusagen, und der hat schon seit Jahren diesen Satz gehabt, immer nicht rechts, nicht links, mehr national oder nur national oder sowas. Also so, das war immer so dieses Muster, nicht rechts, nicht links, sondern national und damit praktisch ein rechter Begriff. Also das ist irgendwie auch, das sind dann so rhetorische Kniffe, wo man erstmal hinguckt und dann auch merkt, das ist genau auch wieder so ein Spielen mit diesem, ich will mich nicht verorten und die Leute so abzuholen an der Stelle und sie dann aber sozusagen, ja, wir sind ja alle Teil der Nation, sie damit gleichzeitig auf die rechte Seite zu holen. Das finden wir mal an. So, jetzt mal an dem TTIP-Beispiel zu machen. Da gab und gibt es in der AfD Streit, implizit. Also unter Höcke war klar, da hat die AfD
Da gab es einen großen Ärger schon, weil Höcke und Henkel und so weiter im Europaparlament pro-TTIP waren, ganz eindeutig. Und die sind das auch. Die sind sozusagen neoliberale Freihandelsbefürworter aus so einem Grundding heraus. Gleichzeitig haben wir den Herrn Höcke mit seinem Zitat, wir haben diese rechte Wirtschaftsideologie, wo ich mit den Zöllen drauf raus wollte, wo es eben nicht darum geht, irgendwie zu sagen, ist das ein demokratisches Steuerungsinstrument, sondern so. Und ich finde es bei der TTIP-Debatte, das war schon auch wichtig, weil wenn man dann reingehört hat, da haben ja irgendwie Bachmann von Pegida hat teilweise aufgerufen, nach Berlin auf die Großdemo zu fahren. Und ich finde es schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und dann zu gucken, was ist es. Da ist es dann ganz oft dieses Ding angeblich, da ziehen uns die Amis über den Tisch. Und nicht die Analyse von Attac. Da werden auf beiden Seiten Arbeitnehmerrechte, da werden Standards eingeschränkt und so weiter. Da haben wir es wieder. Da haben wir, die Amis ziehen uns über den Tisch. Und das ist das Ding. Dass irgendwie zum Beispiel die Finanzwirtschaft versucht hat, über TTIP die bessere Regulierung nach der Krise in den USA, die jetzt kippt, dank Trump, die schon per TTIP zu kippen, solche Analysen, das spielt dann auf einmal keine Rolle, sondern dann sind es wieder wir gegen die Amis sozusagen. Und ich finde diese Felder schon wichtig. Man muss halt genau hingucken.